Wir sind von der Lause und wir hoffen natürlich, dass auch noch andere Spaß an der Aktion finden. Wir kämpfen seit 5 Jahren, um dort bleiben zu können. Wir sind kurz davor, das auch zu schaffen. Der Senat hat vor, uns bzw. der Genossenschaft eine für alle, deren Mitglied wir sind, die Gebäude dann per Erbpachtvertrag zu übergeben. Auch darüber freuen wir uns. Aber ob wir uns das dann leisten können, hängt von der Höhe des Erbbauzins ab. Wir müssen uns sehr, sehr weit dehnen und strecken. Und in der Tat, gestern 18.20 Uhr erreicht uns die Nachricht, dass sie auf den 3% beharren. Deswegen der Anlass, heute und hier unsere Dehn- und Streckübungen öffentlich zu demonstrieren. Und wir werden ab jetzt regelmäßig dienstags morgens Druck machen. Wir werden vormachen, wie das geht mit dem Dehnen und Strecken und keine Ruhe geben. Über die Stadt gewebt, Subkultur, sexy und schön, soll zwar Wahrzeichen sein, doch woanders hingehen. Diese Stadt.